Glück auf und guten Morgen am Harzer Enduro-Wanderer. Ich begrüße euch mal hier bei laufenden Motoren. Es geht heute um das Thema CRF 250 L und Rallye. 50.000 Kilometer. Nein, es kommt jetzt kein Reiserückblick oder so, sondern ich gehe jetzt endlich einmal auf meine Umbauten ein. Sämtliche Umbauten, ob an der Rallye oder an der 250 L, möchte ich euch heute hier kurz mal zeigen. Ich habe immer wieder Anfragen in die Kommentare erhalten, was hast du denn alles so für deine Reisen an deinen Maschinen umgebaut. Und da gehen wir heute einfach mal drauf ein, wir gehen einfach mal rum, aber vorher brauchen wir noch einige Teile holen. Jetzt keine Angst, ich hole jetzt nicht das ganze Gepäcksystem. So, da sind wir hier an meiner Bank, wir brauchen einmal den Zollstock heute, das ist ganz wichtig, denn es geht heute um die Fahrzeugbreite, nicht um die Fahrzeughöhe oder Bodenfreiheit oder sonstige Sachen, sondern wir wollen heute uns mit der Fahrzeugbreite beschäftigen. Ja, Reservekanister, was wollen wir damit? Okay, Trinkflasche ist jetzt für mich jetzt hier, wenn die Pausen sind, obwohl ich diese Trinkflasche auf Reisen auch mal mit dabei habe. Denn wer jeden Tag 8 Stunden auf dem Bock sitzt, muss an das Trinken denken, ganz wichtig. Aber das ist das entscheidende Detail, mein Lammfell. Da haben wir auch noch mal sehr viele Fragen immer erhalten. Wo ist denn das Lammfell her, wo kann man die kaufen? Ganz einfach, bei eBay Kleinanzeigen. Guckt unter Baby Zubehörmarkt. Kinderlammfell, 30, 40 Euro gibt es die. Und dann legt ihr die einfach so drauf, klappt sie vorne noch mal ein bisschen über oder unter. Müsst ihr natürlich zwei Hände haben, also ihr könnt das hier so ein bisschen umklappen. Und das ist immer noch das erste Fell, bin ich jetzt 6 Jahre mit unterwegs, passt auf alle Motorräder, achte so ein bisschen auf die Länge, messen wir gleich noch mal. Dann kommt hier das Gepäcksystem drüber, hier haben wir noch zwei Gummibänder, die können wir vorher unter die Sitzbank machen und dann soll gut sein. Wie gesagt, bei der Rallye passt die genauso drauf. Einfach drüber werfen, vorne ein bisschen umklappen. Wie gesagt, mit einer Hand geht das jetzt nicht, weil ich die Kamera halte. Vorne einfach ein bisschen umklappen, Gepäcksystem mit zwei Riemen und dann zwei Gummibänder. Okay, machen wir die Karre erstmal aus. 27.000 hat die Rallye und die L hat 23.000. So, jetzt machen wir noch ein Foto und dann geht's los. Also Foto für das Startbild. So, jetzt noch mal ganz in Ruhe. Glück auf, liebe Motorrad- und Abenteuerfreunde beim Harzer Enduro-Wanderer. Begrüßung Nummer 2 fängt jetzt noch mal an. War ja ein bisschen unruhig eben, ja, aber es waren auch unruhige Jahre oder schöne Jahre. 50.000 Kilometer seit 2018 bin ich auf den beiden Maschinen unterwegs. Es geht heute einschließlich um die Honda CRF 250 L und Rallye. Identisch mit den Nachfolgemodellen der 300 L und 300 Rallye. Nur die beiden neuen Modelle haben halt etwas mehr Leistung, aber da gehe ich später nochmal drauf ein. Gefahren bin ich auch beide schon und ich sehe einfach nicht ein, jetzt 250er zu verkaufen, nur weil es die 300er gibt. Denn Leistungsunterschiede habe ich nicht wirklich festgestellt. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Es geht heute um die Umbauten. Es geht nicht um die Reiseerfahrung. Da gehe ich natürlich immer wieder drauf ein. Ich schweife ja immer ganz gerne mal ab vom eigentlichen Thema. Deswegen geht es jetzt einschließlich erstmal um die Umbauten. Was habe ich für meine Reisen in den letzten knapp 6 Jahren an diesen beiden Modellen umgebaut? Jetzt halte ich hier die ganze Zeit hier diesen 1 Liter Benzinkanister. Brauchen denn diese beiden Modelle einen Reservekanister? Das wird auch nochmal Thema sein. Also, habt ihr Lust dran, an meinen Umbauten daran teilzunehmen? Bleibt dran. Und jetzt geht's los.
Okay, Thema Nummer 1, das Gepäcksystem oder der Gepäckträger und wie verstaue ich meine Reiseutensilien, Zeltgepäck und Werkzeug und sonstige Dinge, die man auf einer 20-tägigen Reise, sage ich mal, roundabout dabei haben muss. Und da ist die CRF ja vom Grund her komplett nackt hinten. Das heißt, weder Gepäckträger noch Seitentaschenhalter hat die CRF 250 und auch 300. Sie ist komplett nackt, so wie man es hier unterhalb sieht. Es gibt im Zubehörmarkt verschiedene Gepäckträger. Die Gepäckträger werden an zwei Punkten hier vorne an der Sitzbank befestigt, dort, wo man auch die Sitzbank abbauen kann. Also wer hier die Originalschraube rausnimmt, die habe ich jetzt natürlich in meinem Karton auf dem Dachboden. Also hier sitzt die Originalschraube, hier kann man zwei Spanngurte dran machen, rechts und links. Dort ist der Aufnahmepunkt für den Gepäckträger. Weiterhin haben wir hier hinten noch eine Schraube, wo wir auch rangehen können. Also wir haben insgesamt 4 Fixpunkte für einen Zubehörgepäckträger. Hier ist eine Variante ohne Seitengriff bei der Rallye, da kommen wir gleich nochmal zu. Haben wir einen anderen, wesentlich schöneren, das muss ich einfach mal sagen. Ja, die CF250L ist Baujahr 2012, das heißt das erste Modell MD38. Und ich sage es jetzt schon, es ist, wenn ich vergleiche, einfach das schönere Motorrad zum Enduro-Wandern. Gepäcksystem. Gut, ich habe mir den Gepäckträger gebaut und da kann ich jetzt eine Tasche drauf spannen. Das reicht aber nicht. Viele haben Koffersysteme, ich fahre mit Softback-Taschen. Da braucht man Abstandshalter, damit man hier durch die Auspuffanlage sich die Tasche nicht verbrennt oder den Lackzack kratzt. Auf der anderen Seite genauso. Ich habe mir hier, das ist die zweite Variante, der Prototyp hängt an der Rallye, da gehen wir gleich rüber. Hier aus dem Fahrradzubehörmarkt, das ist ja die XLC. Das sind die Fronttaschen, die beim Fahrrad normalerweise vorne unten dran hängen. Ihr kennt doch diese Fahrradwanderer, die hinten und vorne die Satteltaschen haben oder die Seitentaschen zum Einklippen. So ein Grundsystem für kleines Geld, ich glaube 2 Stück 15 €. Auch einfach im Internet mal googeln. Dann habe ich 2 Gewindestangen einfach. Gut, hier habe ich ein bisschen mehr Mühe mir gegeben. Bei der Rallye seht ihr es gleich. Ihr könnt 2 Gewindestangen einfach in die Originalaufnahmepunkte vom Gepäckträger reinschrauben. Also quasi als Verlängerung. Und dann hier das System einfach mit vormachen. Dann habt ihr aber das Problem, dass wir hier unten noch keine Versteifung haben. Und hier kann man einfach hinten an den Heckrahmen mit rüber gehen. Also hier müsst ihr mal selber ein bisschen fummeln, ein bisschen basteln, mal eure Ideen schweifen lassen. Das ist die leichtere Variante, aber auch die schönere, da komme ich gleich noch zu, ist aus Leichtaluminium. Also wenn man hier auf der Seite natürlich mal stürzt, dann kann das auch mal umknicken. Aber hier sind dann noch die Satteltaschen dran und dann passt das eigentlich. Haben wir in Italien auf dem Trans-Euro-Trail schon mal eine schwere Verletzung, haben sie mich geschützt, weil ich da an der Felswand lang gerutscht bin. Und dank der Satteltaschen konnte mein Bein da noch geschützt werden. Gut, wir kommen mal zu den Maßen. Ganz wichtig, denn ich möchte nicht mehr unterwegs sein im Heck, im Arschbereich, breiter als der Lenker. Und hier haben wir eine Lenkerbreite von 82, 83 cm. Da kommen ja noch die Handschützer mit drauf. Original wird es, glaube ich, mit 81,5 angegeben. Also hier haben wir 82 cm. Das heißt, breiter als 82 cm darf der Arsch des Motorrads auch nicht sein. So, und wenn wir jetzt hier mal den Zollstock anlegen, haben wir hier eine Grundträgerbreite von 46 cm. Rechnen wir nochmal gut 15 cm drauf, sind wir hier bei 75 cm. Jeweils 15 cm rechts und links noch mit drauf an Taschen, Softback-Taschen, was auch immer, sind wir immer noch deutlich unter 80 cm, sprich schmaler noch als die Lenkerbreite. Wo wir mit dem Lenker durchkommen, kommen wir mit dem Arsch hinterher. Wir bleiben noch mal kurz bei meinem zweiten System, wie gesagt, Marke Eigenbau. Und hier habe ich mir einfach einen Reservetankhalter eingebaut oder mit angebaut. Aluminium-Riffelblech einfach mit eingebaut. Die Rallye hatte hier ihr Werkzeugfach, die L hat es nicht. Und hier hat man noch Platz, hier passt eine 1,5 Liter Flasche rein. Und hier kann man sie wunderbar mit der Tasche oben drauf, wird die auch verstaut, nochmal ein Gurt rum. Hier passt aber auch die 1 Liter Flasche rein. Also je nachdem. Ich denke mal, eine wunderschöne Sache. Ihr müsst selber basteln können. Fragt mich jetzt nicht, wo ich das her habe. Wie gesagt, Einzelteile, Gewindestange, Fahrradzubehörbereich. Okay, so, jetzt muss ich überlegen, wo wir weitermachen. Ich glaube, wir gehen im selben Bereich erstmal in die Rallye.
Also gehe ich einfach mal rüber, mach mal Stopp. So, Gepäcksystem an der Relais. Wir fangen auch wieder mit dem Gepäckträger an. Hier haben wir wieder unseren Heckbereich, Originalzustand ohne Gepäckträger. Und diesen Gepäckträger habe ich hier mir bei Bikers Bits in Thailand bestellt. Eines der größten Zubehör-Ersatzteilmärkte, denn die Motorräder werden ja in Thailand hergestellt. Für kleines Geld, 2018 bestellt für meine erste Reise. Und das Schöne hieran ist einfach, man hat hier zwei ordentliche Griffe. Und wenn man die Karre mal im Dreck liegen hat, dann kann man hier einfach mal anfassen und man kann sie richtig schön hochziehen. Oder man nimmt sie halt auch die Griffe, wenn man mal die Kette schmieren will. Zieht man einfach das Heck hinten hoch und das Hinterrad ist frei. Das seht ihr in meinen Reisevideos ja immer, wenn ich meine Kette schmiere. So, das ist ein Prototyp. Ich wollte hier Seitentaschen dran machen und ich wollte mir hier vor der Hitze schützen vor meinem Auspuff. Und ich wollte die Seitenteile nicht verkratzen. Habe ich mir im Winter Gedanken gemacht, viele Stunden, und habe einfach mal Gewindestangen genommen, wie lag an die vier Originalaufnahmepunkte, eine Gewindestange reingeschraubt, also die Hutmutter vom Gepäckträger abgelassen, eine längere Gewindestange reingeschraubt und dann einfach mal Querschraube oder Stahlrohr genommen, plattgekloppt, die Enden, Löcher durchgebohrt. Sollte ein Prototyp werden. Letztendlich bin ich jetzt 6 Jahre damit unterwegs. Knapp 30.000 Kilometer hat mich überall hingebracht. Aber, jetzt kommt das Aber, ich bin zu breit im Arsch. Mir gefällt das nicht. Das sieht ja aus wie so ein Käfig. Also vom Optischen gefällt es mir nicht. Und wir sind viel zu breit. Wir sind wieder bei der Lenkerbreite von, die Rallye hat die identische Lenkerbreite von 82,5 cm. Und wenn ich jetzt hier hinten auf den Heckbereich gehe, haben wir hier bei den Prototypen eine Breite von 55 cm ohne Gepäcktaschen. Rechnen wir jetzt noch jeweils 15 bis 20 cm auf jeder Seite zu, sind wir hier schon bei 85 cm. Und 85 cm ist deutlich breiter als der Lenker. Das heißt, da wo wir mit dem Lenker durchkommen, kommen wir mit dem Arsch nicht hinterher. Gut, das zum Thema Gepäcksystem. Also wie gesagt, die Grundträger kriegt man immer ganz gut. Seitentaschen, Abstandshalter, muss man gucken, muss man googeln. Hier habe ich es ein bisschen anders gemacht, hier bin ich ein bisschen tiefer gegangen. Hier haben wir ja noch unser Werkzeugfach, was ja bei der Rallye ein bisschen breiter ist oder ein bisschen grober ausfällt. Das können wir hier im Dieselsystem natürlich wunderbar öffnen. Ja, weiterhin habe ich hier an meiner Rallye einen Motorschutz und einen Tankschutz bzw. Verkleidungsschutzbügel angebaut. Stammt auch aus Asien, fragt mich nicht, wo ich den her habe, gibt es jetzt nicht mehr. War über Facebook mal so ein Kontakt. Bezeichne ich aber auch nicht als Sturzbügel, denn da, wo die Haltepunkte sind, kommen wir nicht direkt an den Rahmen dran. Es gibt mittlerweile bessere Modelle, da kommt ihr direkt an den Rahmen dran, da haben wir auch einen Unterbodenschutz mit dabei. Also das ist ja auch so ein Prototyp damals, als die rauskam. Das Schöne für mich ist einfach, ich habe Haltebefestigungspunkte für meine 6 Liter Seitentaschen. Ja, ich fahre mit Seitentaschen hier, unten habe ich eine Tasche und oben habe ich eine Tasche, da passt, und ich habe Befestigungspunkte. Ansonsten weiß man nämlich seitlich nirgends, wo man hier mal was dran kriegt. Die Rallye hat ja diese typische Verkleidung, was ja die L nicht hat, und da gehen wir zu L rüber. Hier haben wir keine Möglichkeit, Sturzbügel anzubauen, außer halt direkt am Motor, und hier ist auch einer dran. Der ist, glaube ich, von Hepco und Becker, ohne hier Werbung zu machen. Ja, sieht so ein bisschen nach Fahrschule. Sturzbügel aus, war schon dran, habe ich mal tatsächlich so übernommen. Und ich habe mir noch eine Alu-Motorschutzplatte hier aus Thailand schicken lassen. Die habe ich hier einfach mit integriert. War ein bisschen Fummelei, ich musste noch hier diesen Lüftungsschlitz, musste ich noch ein bisschen größer machen. Also Sturzbügel und eine Motorschutzplatte. Die Motorschutzplatte habe ich bei der Rallye nicht. Da haben wir ja den großen Kunststoffbereich. Kommen wir zum Umbauten am Lenker, das was den Fahrer schützt. Die 250L ist ja vom Prinzip her ohne Verkleidungsscheibe. Die hört ja hier auf, das ist ja eine reine Enduro. Das heißt, wir haben null Windschild. Hier gibt es von GP, auf dem türkischen Markt gibt es hier einen Internetanbieter. 3 verschiedene Farben, klar, rauchgrau und das dunkelschwarze, auch in 2 verschiedenen Höhen. Ich habe die kleinere Variante genommen, in dunkelschwarz, GP. Wird hier an den 4 Schrauben des Standrohres befestigt. Ansonsten braucht man hier nirgends Bohrungen machen, hält Bombe, ist ein Anbauteil, der TÜV kann nicht meckern, kann jederzeit mit 4 Schrauben gelöst werden. Kann ich nur empfehlen, die L wird damit reisetauglicher, was den Windschutz betrifft. Gut, Lampenschutzgitter, muss jeder selber wissen, was er davon hält, auch mit 2 Schrauben einfach zu befestigen. Bei mir hat noch nie einer gemeckert. Dasselbe haben wir hier bei der Rallye auch gemacht, die Rallye hat hierher
diese Taucherbrille, markant, der Scheinwerfer, original, Frontscheibe ist nur belassen, da habe ich nichts verändert. Jetzt fragt ihr euch, warum habe ich denn hier so einen Gurt? Diesen Gurt, wenn man zu zweit reist, meist reise ich alleine, aber es gab schon mal den Fall tatsächlich, das war in Dänemark, werde ich nicht vergessen, haben wir so eine Rinne gehabt, so einen Bachlauf gehabt. Da ging es einmal senkrecht rein und gleich gegenüber wieder raus. Und wenn du da mit dem Vorderrad drin steckst, schaffst du es nicht alleine, wieder das Vorderrad hochzukriegen. Und da kam dann mein Junior und hat dann versucht, irgendwo einen Haltepunkt zu finden. Gut, jetzt hatte ich hier an der Rallye tatsächlich hier die Sturzbügel oder halt am Lenker kann man dann ziehen. Aber daraus haben wir gelernt, ein zweiter kann das Motorrad hier schön nach vorne rausziehen. Kostet gar nichts, einfach zwei Gurte nehmen, bindet er an den Standrohren fest. Ich habe hier einfach nur noch mal einen Karabiner, damit mir das Band nicht so lose hier rumhängt. Wir sind bei den Handschützern. Die Original Honda Handschützer kann man einfach in die Tonne werfen. Das ist nur Optik, das ist noch nicht mal Windschutz. Die sind seitlich offen. Ich habe mich bei fast allen Motorrädern für die Acerbis entschieden. Mir gefallen die einfach. Mir bieten eine gute Stabilität und die haben eine schöne Passform. Auch die Farbauswahl ist prima. Werden einmal hier am Lenker befestigt und einmal am Lenkerende. Das heißt, wir haben den Lenker hier einen Lenkerschluss. Und wie gesagt, die Original, ja, Plastikteile sind hier offen. Das ist immer eine schöne Sache. Wie gesagt, hier bei der L, die baugleichen Modelle. Gasgray kann man alles wunderbar schön drehen. Gut, mittlerweile habe ich mich für Klappspiegel entschieden. Man muss die nur frühzeitig einklappen. Also wenn man im Gelände unterwegs ist, Trans-Euro-Trail, wo auch immer, wie gesagt, auf gerader Piste kann nichts passieren. Aber wenn man, sobald man ins Gebüsch fährt, wo im Wald ist und der Track kann mal rechts abgehen, knickt sie vorher ein. Von hinten kann sowieso nicht viel kommen. Dann fahrt ihr halt mit eingeklappten Spiegeln und ihr habt hier wesentlich mehr Bewegungsfreiheit, beziehungsweise ihr könnt nicht festgehalten werden von irgendwelchen reinzweigenden Ästen oder so. Also eine schöne Sache, wie gesagt, reinklappen, rausklappen. Haben nicht so die Stabilität wie die Originalen, aber wie gesagt, man kann weiterhin auch gut zurückgucken, also vibrieren tun die auch nicht. Ja, Stromversorgung im Cockpit. Haben beide Maschinen nichts Serienmäßiges. Ja, ich habe hier eine USB-Steckdose und eine 12-Volt-Steckdose nachgerüstet. Gibt's im Internet. Hier habe ich zwei USB-Anschlüsse mittlerweile. Das ist auch hier mittlerweile meine zweite. Man muss immer darauf achten, dass die nicht zu viel Strom ziehen. Ja, einige Modelle ziehen auch im ausgeschalteten Zustand erheblich Strom. Die Batterie kann da mal schwach werden. Also achtet da drauf. Ja, hier oben habe ich mein Garmin-Navi-System eingebaut. Wir haben ja hier oben eine schöne Querstütze. Das ist natürlich eines der schönen Highlights von dieser 250 Rallye. So, Stromversorgung gibt es nicht nur von der Batterie, die sich an der Seite befindet. Hier unter dem Seitendeckel, also man kommt nicht über die Sitzbank ran. Hier habe ich schon ein Ladekabel, das heißt, ich brauche den nicht immer abbauen. Ist aber auch kein Problem. Es sind zwei Schrauben, die zu lösen sind und hier oben ist ein Clip. Dann zieht der es einfach ab, die Batterie ist frei. Eine Gelbatterie drin vom Werk aus. So, zur Stromversorgung. Wir haben hier einen Blindstecker. Honda hat in die Verkleidung einen Blindstecker eingebaut. Besorgt euch das passende Gegenstück oder bastelt ein bisschen elektronisch und dann habt ihr automatisch im Cockpitbereich eine Plusversorgung, die über die Zündung ein- und ausgeschaltet wird. Wir bleiben nochmal am Drehgriff bzw. im Cockpit. Wir haben ja die Griffheizung. Ich habe hier eine Daytona nachgebaut. Das hatte ich mir von einem anderen Reisenden abgeschaut. Die erste Standheizung, die ich mir überhaupt angebaut habe, die Standheizung, Griffheizung von Daytona. Mir gefällt sie nicht unbedingt, weil mir die Bedienung einfach zu klein ist. Ja, die Lämpchen sind mir zu dunkel. Funktioniert natürlich nur bei Zündung ein, weil ich ja hier die über Zündung Plus eingebaut habe. Ich habe mich danach, wie gesagt, sie funktioniert einmal frei, es gibt keine Mängel, muss ich einfach sagen, 6 Jahre, 30.000 Kilometer knapp, nie Probleme gehabt. Aber ich habe mich jetzt bei allen anderen Motorrädern auf die Oxford entschieden. Hier hat man doch ein schöneres Display und vor allen Dingen, die kann man direkt auf die Batterie bauen, anschließen. Soll man eigentlich auch, weil sie hier eine integrierte Abschaltung haben. Das heißt, wenn nicht genug Spannung die Batterie hat, wenn sie nicht geladen wird, das heißt, wenn der Motor gar nicht läuft, wenn der Motor läuft, wird die Batterie ja mit 14 Volt gespeist. Im Stand hat sie ja nur 12,4, maximal 13 Volt. Das erkennt der Regler und dann schaltet er automatisch aus. Ja, ich kann hier einfach mit einem Plus, ja, die Temperatur einstellen. Vielleicht will ich ja keine Werbung machen für irgendwelche Standheizungen. Ich sage wieder Standheizung, Griffheizung. Baut an, was ihr wollt. Ich will nur sagen, welche Umbauten ich gemacht habe. Ich habe hier die Oxford-Heizung dran. Lässt sich auch wunderbar einstellen. Man muss immer darauf achten, ein bisschen, dass man hier den Gasdrehgriff auch genug Spiel hat, wenn man die Handschützer zusätzlich mit anbaut. Ein weiterer Umbau ist die Kettenschutzverlängerung. Was ist das denn jetzt? Eine Kettenschutzverlängerung.
das Kettenschutzblech, beziehungsweise hier ist es ja aus Kunststoff, endet hier. Und ihr seht, das Kettenrad mit der Kette verläuft noch weiter hinten. Wenn ihr die Kette auf Reisen oder auch sonst schön einfettet, spritzt euch der ganze Kladderadatsch hier hinten hinter das Kennzeichen. Ihr kennt das alles. Eine schöne Arbeit, die sauber zu machen. Auch die Felgen sind alle schön vollgesabbert. Nehmt euch ein schönes Alublech. Fragt mich jetzt nicht hier so breit, wie hier oben die Aufnahme ist. Dieselbe Länge, die ihr seht, ist auch hier drunter. Zwei Nieten drauf oder zwei Senkkopfschrauben. Und schon habt ihr eine automatische Verlängerung. Haben einige schon nachgebaut. Freue ich mich immer, wenn ich sowas sehe. Kostet ein paar Pfennig, Centartikel. Baut sowas selber nach. Ihr habt viel Freude, denn der Dreck bleibt eigentlich wieder hier drunter. So, wenn wir schon hier unten sind, dann schauen wir einfach mal hier hinten rein. Hier seht ihr die Original-Federbein von der Hinterradfederung. Und die vordere USB-Gabel. Bei der Rallye identisch. Hier ist das Federbein in Rot. Und daran habe ich nichts verändert. Es ist das Originalfahrwerk. 50.000 Kilometer auf der Rallye und auf der L im Originalfahrwerk. Ich weiß immer nicht, warum sich viele damit so lange beschäftigen. Was kann man denn wo einbauen? Welche Feder ist die beste? Gebt da über 1.000 Euro aus. Baut da andere Gabelfedern ein. Ich weiß nicht, warum ihr das macht. Ich habe die Federvorspannung auf Anschlag eingestellt bei beiden Motorrädern und damit komme ich sehr gut zurecht. Muss ich einfach so sagen, wie es ist. Ich fahre immer mit sehr viel Reisegepäck und ich habe noch nie Probleme gehabt. Ich bin 1,86 groß, wiege roundabout 85 Kilo. Gut, wenn man jetzt einen 110 Kilo Fahrer hat, muss man natürlich ein anderes Fahrwerk haben. Die Motorräder wurden ja in Thailand hergestellt, japanische Hersteller. Für diesen Markt wurden die auch gebaut und natürlich ist das für ein Fahrergewicht so um die 80 Kilo ausgelegt und nicht für 100 Kilo Fahrer. Da muss man natürlich nacharbeiten. Aber allein vom Reisegepäck her ist sie ja auch ausgelegt. Die hat ja eine gewisse Zuladung auch vom Original her. Also ich würde da auch mal mit meiner Erfahrung jetzt nach 6 Jahren und wie gesagt 50.000 Kilometern nichts am Fahrwerk verstellen. Sicherlich ist es schöner, wenn die hinten ein bisschen strammer ist. Und hier habe ich eins klar eine Feststellung gemacht und deswegen ist für mich die L eigentlich das schönere Reisemotorrad im Enduro-Wanderbereich als die Rallye. Die L ist deutlich straffer. Erste Modellreihe hat, denke ich, noch eine andere Feder drin. Wenn ich mich draufsetze, geht sie hinten gar nicht so weit rein wie bei der Rallye. Das ist ja das Hauptmanko. Sie steht gut da, kaum setzt sich der Fahrer drauf, gehst du erstmal 10-15 cm hinten rein. Auch die Gabel vorne ist sehr lang. Wie gesagt, von der Bauweise sehr lang gebaut. Die Federwege sind gar nicht so lang. Die sind bei beiden nämlich identisch mit, ich muss nachlesen, die haben ja 250 mm Federwege bei beiden Modellen. Aber hier ist sie halt noch oben, das Rohr länger gebaut, damit sie als Rallye noch ein bisschen größer wirkt. Ja, wir sind mit den Umbauten oder Anbauten soweit durch. Wie gesagt, umgebaut habe ich im Grunde genommen ja nichts. Ich habe immer nur Anbaut gemacht, was mir besser oder etwas die Reisefähigkeit erleichtert. Wie gesagt, Windschild, Handschutz, Griffheizung und das Gepäcksystem. Eventuell einige Schutzeinrichtungen, was die Lampengitter betrifft. Ansonsten war es da schon, Klappspiegel noch. Ich habe andere Modelle, die T700, da habe ich wesentlich mehr umgebaut, wesentlich mehr Einzelteile als hier in diesen beiden Modellen. Ich gucke mal auf meinen Zettel, was wir hier noch haben. Ich habe ja eigentlich in der Begrüßung gesagt, wer eine 250 hat, sollte die einfach nicht verkaufen. Das ist meine Empfehlung und das empfinde ich. Warum soll ich diese beiden schönen Motorräder verkaufen, wenn ich mir zufrieden bin? Nur weil es einen 300er gibt. Die 300er hat 27 PS, die haben hier 23 PS. Es gibt nochmal das Zwischenteil mit 25 PS. Ich bin beide gefahren oder alle gefahren. Habe auf diesen Testfahrten keine riesengroßen Unterschiede, was die Motorleistung betrifft, festgestellt. Das heißt, wenn ich hiermit zufrieden bin, komme überall hin, überall durch. Ich bin ja durch 20 Länder gefahren, überwiegend oben in Skandinavien, aber auch den Trans-Euro-Trail oben in Italien, Slowenien. Ja, da waren viele Dinger bei. Ich hänge vielleicht am Ende des Videos nochmal ein paar Bilder dran oder es gibt nochmal ein 50.000er Spezial, nur mit Reisebildern, ohne Kommentare, einfach nur die Bilder hintereinander geknallt und ein bisschen Musik hinterlegt. Das könnt ihr mir nochmal vorstellen. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Ihr könnt ja auch alles mal durchgucken, meine ganzen Videos, die ganzen Reiseberichte. Okay, jetzt quatsche ich schon wieder zu viel. Vom Tankvolumen gehen wir einfach nochmal ein. Da habe ich nämlich gerade noch einen Umbau festgestellt. Also die Rallye, deswegen hatte ich sie mir auch gekauft, hat 10,1 Liter, verbraucht 3 Liter. Das heißt, wir kommen ganz locker 300 Kilometer weit.
Es ist einfach so, die brauchen 3 Liter, diese Maschinen. Die alte 250L, Baujahr 2012, braucht etwas mehr, so ungefähr 0,4 bis zu 1,5 Liter. Das heißt, da kommen wir mit 3,5 Liter hin. Und da die L ja vom ursprünglichen Tank, das ist nämlich auch noch ein Umbau hier, nur 7,7 Liter hat, wenn wir das mal hochrechnen, dann schaffen wir ja maximal 200, 250 Kilometer. Und das ist natürlich für eine Reise oben in Skandinavien viel zu wenig Reichweite. Deswegen habe ich mir hier diesen Service-Tank für 250 Euro nachträglich angebaut. Kann man selber machen, Original-Haltepunkte. Die Benzinpumpe müsst ihr aufpassen, die wird ja von unten eingesetzt. Da hatte ich in Italien die eine Nacht, ihr erinnert euch sicherlich an ein Video, ich verlinke euch das Video mal, hatte ich auf einmal Benzingeruch. Es war die Sommerdürre in Italien mit über 40 Grad. Nachts haben wir im Flussbett geschlafen und der Tank tropft unten raus. Voll getankt eine halbe Stunde vorher und es tropft langsam raus. Und bei 40 Grad macht man sich dann Gedanken, kann da schnell mal was in Flammen aufgehen. Also den Tank aufbauen, die Pumpe ist mit 6 oder 7 Schrauben unten gesichert. Aber diese Dichtung, die war halt nicht perfekt eingebaut von mir. Das war einfach nur ein Montagefehler. Hat viele Jahre gehalten, auf einmal hat sie nicht mehr gehalten, war undicht. Letztendlich kann ich aber immer so sagen, kann ich eine gute Empfehlung machen. Die 250L oder auch die 300L ist mit einem Windschild und mit einem größeren Tank genauso reisetauglich wie die Rallye. So, und dieser Acerbis-Tank, der fasst 12,5 Liter und damit kommen wir hier auch deutlich, auch wenn sie ein bisschen mehr verbraucht, auch über 300 Kilometer Reichweite. Ja, das Gewicht hatte ich mir nochmal notiert, das ist nochmal ein entscheidender Faktor, warum ich mich für diese Motorräder entschieden habe. Die 250L wiegt 144 Kilo vollgetankt und die Rallye wiegt 157 Kilo vollgetankt. Da merkt man natürlich schon den Unterschied dieser 12-13 Kilo, auch wenn das Zubehör nachher das Reisegepäck mit drauf kommt. Also haben wir hier schon, ich will gar nicht sagen Reisebomber, um Gottes Willen. Wir bleiben deutlich unter 200 Kilo, auch mit dem Reisegepäck. Aber man merkt schon den Unterschied. Und ist es das wert, das ist die Frage, nur einer Verkleidung und dieser längeren Gabel vorne, die ja eigentlich keinen Nutzen hat, nur damit sie rallye-tauglicher wirkt. Nein, sage ich, deswegen gehe ich auf das schlanke Modell ohne dieser Verkleidung unten. Vernünftigen Sturzbügel, vernünftige Motorschutzplatte. Aber ich habe mir vom Werk her an schon mal diese 12-13 Kilo eingespart. Da nehme ich lieber den größeren Tank. Okay, das Gewicht des Benzins darf man immer nicht vergessen, aber da ist natürlich die Reichweite nachher entscheidend. Gut, das war jetzt nochmal dazu. Dann sind wir jetzt wirklich durch. Ich stelle mich nochmal drauf, ich setze mich nochmal drauf und dann sage ich Glück auf. Und ja, so eine Bildergalerie, 50.000 CFL und Rallye, könnte ich mir vorstellen, einfach mal hinterher zu ballern, hinter diesem Video. Nicht hier direkt dran, sondern ein extra Video von zu machen. Denn ich habe doch wieder jetzt sehr lange gequatscht. Das Video wird wieder viel zu lang. Ich wollte 10, 12 Minuten einhalten. Wird ja wahrscheinlich jetzt wieder 20 Minuten werden. Deswegen höre ich jetzt auf. Stopp, Feierabend. 50.000 Kilometer, 100 CRF 250.